Köstlich, das Wasser aus dem Aquamichel Easy. Der Aquamichel Easy ist unsere neueste Osmoseanlage, die ich dir in diesem Video näher zeigen möchte. Ich zeige dir, wie der Aquamichel Easy aufgebaut ist, wie er funktioniert, wie sauber das Wasser wird, wie das Wasser schmeckt, wie sicher der Aquamichel Easy ist in puncto Keimschutz und Betriebssicherheit, wie einfach geht Wartung und Filterwechsel, wie einfach geht die Installation und wie hoch sind die laufenden Kosten. Ich bin Michael Scholze von Lebendiges Trinkwasser. In meinem Blog und auf unserem YouTube-Kanal findest du viele Infos rund um gesundes Wasser und Wasserfilter und zunehmend auch Infos zum Aquamichel Easy, unserer neuen Umkehrosmoseanlage. Der Aquamichel Easy hat ein vierstufiges Filterkonzept. Ich zeige mal die Kartuschen, die er hat. Dafür kann man die Frontplatte hier einfach abnehmen. Die wird durch Magnete gehalten. Es gibt drei Filterkartuschen. Die erste Filterstufe ist ein Aktivkohle-Blockfilter, der schon einiges an Chemikalien bindet und auch Sedimente, also Schwebstoffe, zurückhalten kann, weil es ein fein gepresster Kohleblock ist. Die zweite Stufe, das ist das hauptsächliche Filterelement, was die eigentliche Filterarbeit macht, das ist die Umkehrosmosemembran. Hier haben wir eine 800 GPD Umkehrosmosemembran im Aquamichel Easy. Und die Umkehrosmosemembran liefert ein sehr, sehr mineralarmes Wasser. Und deswegen gibt es hier noch ein drittes Filterelement, was das Wasser wieder leicht remineralisiert und im geringen Umfang dem Wasser wieder ein paar Mineralien zufügt. Warum das sinnvoll ist, sage ich dann später im Video noch. Das sind die drei Filterelemente, die man auch gelegentlich austauschen muss. Es gibt noch eine vierte Filterstufe, die fest in die Anlage eingebaut ist. Das ist ein UV-Modul. Dieses UV-Modul beleuchtet das gereinigte und remineralisierte Wasser mit UV-Licht, um damit eventuell vorhandene Keime abzutöten. Und das ist einfach ein zusätzlicher Keimschutz. Damit der Aquamichel Easy dir dauerhaft eine gute Wasserqualität liefern kann, dafür gibt es hier noch dieses Display, wo du die wichtigsten Informationen im Blick hast, wie es aktuell um die Wasserqualität steht und wie der Status der Filterkartuschen ist. Hier habe ich jetzt den Aquamichel Easy für das Video nicht am Leitungswasser angeschlossen, deswegen sagen die Werte jetzt hier oben nicht so viel aus. Ich blende jetzt mal hier ein Display ein, um überhaupt erstmal zu erklären, was man auf dem Display sieht. Es gibt einmal ganz oben die oberste Zahl, das ist der TDS-Wert vom Leitungswasser. Das ist ein Maß dafür, wie viel gelöste Ionen, wie viel gelöste Stoffe im Leitungswasser drin sind. Und dann darunter ist der TDS-Wert von dem Wasser, was aus dem Aquamichel Easy rauskommt. Der setzt sich zusammen aus dem TDS-Wert des gefilterten und gereinigten Wassers, so wie die Membran es aufbereitet. Das ist ein sehr reines Wasser. Und dann fügt der Aquamichel Easy ja noch ein paar Mineralien hinzu über die dritte Filterkartusche. Die erhöhen den TDS-Wert wieder etwas. Und so wie der TDS-Wert rauskommt, also von dem leicht remineralisierten Wasser, das zeigt die zweite Zahl an. Die dritte große Zahl, die man dort sieht, das ist einfach der dein Wasserverbrauch, also die Menge an Kubikmetern, die der Aquamichel Easy schon für dich gefiltert hat. Dann gibt es weiter drunter noch Statusanzeigen, wo man sieht, was der Aquamichel Easy gerade macht und ob zum Beispiel die UV-Einheit für die Desinfektion eingeschaltet ist oder nicht. Das sieht man an so kleinen Leuchtsymbolen. Und dann gibt es noch diese drei Balkendiagramme, die was darüber aussagen, wie weit deine Filterkartuschen verbraucht sind. Und unten drunter sind dann noch ein paar Tastschalter für die Bedienung. So, jetzt nehme ich die Kamera mit in die Küche und zeige am Beispiel von unserem Aquamichel Easy die Anlage im laufenden Betrieb und möchte dir vor allem zeigen, wie schnell und wie leise diese Anlage filtert. Hier unter dieser Spüle filtert unser Aquamichel Easy. Ich stelle den einfach mal an, dass du mal siehst, wie der läuft, wie viel Wasser da kommt. Und du siehst auch hier diesen leuchtenden blauen Ring am Auslaufhahn. Dieser Ring zeigt an, dass alles okay ist, dass der TDS-Wert passt. Wenn irgendwas mit der Osmoseanlage nicht stimmt und der TDS-Wert viel zu hoch ist, dann würde dieser Ring hier rot leuchten und auf diesen Fehler hinweisen.
Ich habe jetzt hier ein Glas, da passt ungefähr einen halben Liter Wasser rein. Und schau mal wieder, wie lange das Video läuft, bis dieses Glas gefüllt ist. Das werden in etwa 15 Sekunden sein. Und lausche mal auf das leise Geräusch der Membranpumpe. So, das sollten jetzt ungefähr 15 Sekunden gewesen sein, um dieses Glas zu füllen. Der Aquamichel Easy, der schafft tatsächlich 2 Liter pro Minute. Hängt ein bisschen von der Wassertemperatur ab, in Nuancen kann das schwanken. Und das Gute ist, dass er sehr wenig Spülwasser dabei produziert. Eine Umkehrosmoseanlage produziert ja immer etwas Spülwasser. Und der Easy, der kann wirklich mit 1 bis 1,2 Liter Spülwasser pro Liter Osmosewasser auskommen, was ein sehr gutes Verhältnis ist. Eine der spannendsten Fragen bei der Beurteilung einer Osmoseanlage ist, finde ich, wie sauber filtert sie das Wasser eigentlich? Und für die Filterung ist ja die Umkehrosmosemembran zuständig, das Hauptfilterelement. Und das ist hier eine 800 GPD-Membran. Deswegen schafft sie auch diese hohe Filtergeschwindigkeit. Diese 800 GPD bedeutet 800 Gallonen pro Tag, das ist so ein amerikanisches Maß, kann diese Anlage filtern. Und das resultiert am Ende in den 2 Litern pro Minute, die da tatsächlich auch aus dem Hahn kommen. Und das ist gar nicht so einfach, 2 Liter pro Minute sauber zu filtern. Vor einigen Jahren war das noch so, dass solche Membranen nicht so tolle Rückhaltequoten hatten, wie ich das zum Beispiel vom Aquamichel Mini oder von der P-Power-Anlage kenne. Da verwenden wir ja eine 150 GPD-Membran, also wesentlich weniger als 800 GPD, und haben exzellente Rückhaltequoten. Ich sage das mal in einem Zahlenbeispiel. Ich kann das jetzt speziell für unser Leitungswasser sagen. Das ist schon etwas Besonderes. Das hat so zwischen 140 und 160 ppm normalerweise, dieses Leitungswasser. Und mit der Membran von Applied aus den USA, die wir dort einsetzen, im Aquamichel Mini und in der P-Power-Anlage, komme ich bei unserem Leitungswasser auf 2 ppm. Das ist ungewöhnlich niedrig, muss ich sagen. Also viele Menschen, die ein Aquamichel Mini zum Beispiel haben, erreichen Werte zwischen 5 und 15 ppm, manchmal geht es auch bis 20 ppm, je nachdem, wie auch das Leitungswasser beschaffen ist. Und da kommt es nicht nur auf den ppm-Wert an, den das Leitungswasser hat, sondern auch auf die konkrete Zusammensetzung, aus welchen Mineralien das jetzt besteht, was da drin ist. Und mit unserem Leitungswasser komme ich halt mit diesen guten Membranen auf 2 ppm runter. Jetzt ist die Frage, auf wie viel ppm komme ich mit dem Aquamichel Easy bei unserem Leitungswasser? Und als ich das gemessen habe und rausgefunden habe, war ich schon sehr überrascht. Denn meine Erwartung war, 800 GPD wird bestimmt nicht so weit runtergehen, weil das einfach viel schwieriger ist. Also vor einigen Jahren waren die Membranen mit hohen GPD-Zahlen immer so, dass die höhere ppm-Werte hatten als die Membranen mit niedrigeren Zahlen, weil man diese hohen GPD-Zahlen damals einfach dadurch erreicht hat, dass man die Poren in den Membranen ein kleines bisschen größer gemacht hat und dann haben sie halt auch mehr Ionen und Schadstoffe durchgelassen. Ja, jetzt ist das nun gar nicht so einfach, das beim Aquamichel Easy zu bestimmen, weil der zeigt zwar hier den TDS-Wert an, aber das ist ja nicht der TDS-Wert von dem Wasser, wie es aus der Membran kommt, sondern das wird ja noch remineralisiert und dann kommt ja wieder was dazu. Und um das jetzt vergleichen zu können, müssen wir wirklich wissen, wie viel ppm kommt direkt aus der Membran. Und ich habe die Anlage halt geöffnet und ein bisschen auseinandergebaut. Und es gibt eine Stelle hinten in der Anlage, da kann man dann, wenn man ein bestimmtes Rückschlagventil ausbaut, kann man das Wasser direkt von der Membran abzweigen. Und das habe ich gemacht. Und ja, es waren 2 ppm, was der Aquamichel Easy gebracht hat. Also inzwischen ist die Membrantechnologie so weit, dass man auch große Membranen, also Membranen mit einer hohen Filtergeschwindigkeit, mit einer hohen GPD-Zahl, in der gleichen Qualität bauen kann, wie das vor einigen Jahren nur für die kleinen GPD-Zahlen möglich war. Ja, und die Ionen, die man mit dieser ppm-Zahl misst, das sind so die kleinsten Teile, die im Wasser vorkommen von den ganzen Schadstoffen. Und wenn die Membran in dem Bereich vergleichbar ist mit der
Membran, die ich von der Pleite her kenne, die wir beim Aquamichel Mini im Einsatz haben, dann kann ich auch grob davon ausgehen, dass der Rest auch so gut gefiltert wird. Also für mich heißt das unterm Strich, dass die Membran von der Reinigungsleistung vergleichbar ist wie die Membran beim Aquamichel Mini oder bei der P-Power-Anlage. Ja, die nächste spannende Frage ist jetzt, wie schmeckt das Wasser aus so einer Osmoseanlage? Und für den Geschmack sind die Mineralien nicht ganz unwichtig. Man braucht nicht viele davon. Also so ein überfrachtetes Wasser wie die meisten Leitungswässer in Deutschland, die einen hohen Kalkanteil haben und mehrere hundert ppm, das ist dem Geschmack nicht zuträglich. Aber wenn man ein sehr reines Wasser hat und man hat eine ganz geringe Mineralisierung drin, das schmeckt den meisten Menschen, also vor allen Dingen auch, kann ich das von mir sagen, schmeckt das am besten. Und deshalb gibt es ja in Aquamichel Easy die dritte Filterstufe, die wieder leicht remineralisiert. Magnesium, Calcium, ein bisschen Kalium und Natrium gibt es hier dazu. Aber nicht viel. Ich blende jetzt mal das Display vom Aquamichel Easy aus unserer Küche ein. Da siehst du, dass das Leitungswasser 156 ppm hat und das Wasser, was aus dem Aquamichel Easy rauskommt, hat 8 ppm. Ich habe es jetzt ganz lange laufen lassen, dass wir wirklich auf dem niedrigsten Wert sind, den man bekommen kann. Und daran sieht man auch, wie viel ppm die Remineralisierung ausmacht. Ich habe ja vorhin gesagt, die Membran schafft 2 ppm und jetzt kommen 8 raus. Das heißt, 6 ppm sind remineralisiert worden, wurde also an Mineralien zugegeben. Und das ist der Wert im laufenden Betrieb, wenn die Anlage eine ganze Weile läuft, was dann kontinuierlich ans Wasser abgegeben wird. Denn du musst dir das so vorstellen, in dieser Remineralisierungskartusche kommt das Wasser im laufenden Betrieb ja nur ganz kurz mit den Mineralien in Berührung und nimmt ein bisschen was davon aus und dann ist es ja schon wieder raus aus der Kartusche. Wenn die Anlage jetzt gestanden hat, sie hat ein paar Stunden nicht gefiltert, dann ist das erste Wasser, was in der Kartusche ist, hatte viel länger Zeit, mit den Mineralien in Kontakt zu sein und ist stärker mineralisiert. Das kann dann auch 40, 50 ppm haben. Ist auch okay. Und darüber hast du dann sogar die Möglichkeit, auch das für dich ein bisschen zu steuern und einfach mal zu gucken, was dir am besten schmeckt. Schmecken dir 8 ppm besser oder schmecken dir 20, 30 ppm besser? Und wenn du das Wasser gleich von Anfang an mitnutzt und nicht erst laufen lässt, dann hast du es etwas stärker mineralisiert. Und das ist wirklich Geschmackssache am Ende. Da musst du mal für dich schauen, was dir am besten schmeckt. Ja, und jetzt gibt es noch ein zweites Thema in Bezug auf die Mineralien. Wenn du einen Kaffee oder einen Tee kochst, dann spielt auch der Mineralienanteil im Wasser eine entscheidende Rolle für den Geschmack, den das Ganze am Ende haben soll. Da kannst du auch mitspielen. Also im Kaffee zum Beispiel ist eine Säure enthalten und von Natur aus. Die ist nicht stark, aber die ist da und im normalen Leitungswasser, das hat eine recht hohe Pufferkapazität, das ist jetzt ein Fachbegriff aus der Chemie, der bedeutet übersetzt, hohe Pufferkapazität heißt, das Wasser ist in der Lage, den pH-Wert zu halten. Wenn eine kleine Menge einer Säure oder Base hinzugegeben wird, ändert das den pH-Wert nur unwesentlich, wenn die Pufferkapazität hoch genug ist. Das ist beim Leitungswasser so. Da fällt also quasi die Säure, die im Kaffee ist, dann gar nicht so ins Gewicht. Beim Osmosewasser ist das anders. Osmosewasser hat eine sehr niedrige Pufferkapazität und da reicht schon eine kleinste Menge einer Säure oder Base, um das Wasser sauer oder basisch zu machen. Und da kann dann die Säure, die von Natur aus im Kaffee drin ist, mehr in den Vordergrund treten und den Kaffee etwas saurer schmecken lassen, wenn man ein so schwach mineralisiertes Wasser hat. Und da hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du nutzt zum Beispiel, wie ich es gerade sagte, das Wasser, was schon eine Weile in der Anlage gestanden hat, das ist sowieso etwas stärker mineralisiert. Oder die Anlage hat hier vorne eine Taste, die heißt Mix. Über die Mix-Taste kannst du in zwei Stufen steuern, dass zu dem Osmosewasser vorgefiltertes Leitungswasser, das ist also schon durch einen Filterprozess gegangen und schon ein ganzes Stück weit
gereinigt. Natürlich nicht so perfekt, wie die Osmosemembran das kann, aber viele Chemikalien sind da schon drin gebunden. Dieses vorgefilterte Leitungswasser enthält aber noch den Kalk und die Mineralien. Und davon kannst du einen Teil in das Osmosewasser reinmischen lassen von der Anlage und so die Wasserhärte geringfügig erhöhen und damit die Pufferkapazität erhöhen und quasi so das optimale Wasser für deinen Kaffee oder Tee zubereiten. Wie das genau geht, steht alles im Handbuch drin. Ich habe ein sehr ausführliches Handbuch für diese Anlage geschrieben mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und genauen Erklärungen. Da ist das alles noch viel ausführlicher als in diesem Video. Vielleicht mache ich zu dem Thema auch noch mal ein eigenes Video. Ich fasse jetzt noch mal zusammen zu dem Thema, wie schmeckt das Wasser? Also du hast mit dieser Anlage die Möglichkeit, viel zu spielen und zu variieren. Du kannst den Mineralisierungsgrad auf mehrere Arten variieren und so das für dich optimal remineralisierte Wasser aus dieser Anlage holen. Und wenn du das dann noch in eine Aladdin-Karaffe tust oder in einen Mayo-Swirl zum Beispiel und nochmal verwirbelst, dann hast du ein optimales Wasser, was weich und rund schmeckt. So, jetzt möchte ich nochmal auf das Thema Sicherheit eingehen. Wie sicher ist der Aquamichel Easy im Betrieb? Dieses Thema Sicherheit hat so zwei Themenfelder. Das eine ist Keimschutz und das andere ist Betriebssicherheit. Also was passiert, wenn mal was kaputt geht, irgendwo etwas undicht wird und Wasser ausläuft? Wie kann man sich davor schützen, dass ein größerer Wasserschaden entsteht? Da gibt es nämlich einige Vorkehrungen, die hier im Aquamichel Easy drin sind. Fangen wir mal mit dem Thema Keimschutz erstmal an. Für den Keimschutz ist es wichtig, dass das Wasser nicht zu lange im Easy steht und immer wieder bewegt wird und dass es Spülungen gibt, die Membran auch mal kräftig durchspülen. Und da hat er automatisierte Spülungen drin, die also automatisierte Membranspülungen. Einmal spült er sich immer, wenn ungefähr 40 Liter Wasser gefiltert wurden, dann macht er einmal eine kräftige Membranspülung und zum anderen, wenn die Anlage 24 Stunden nicht genutzt wird, dann macht er auch eine kräftige Membranspülung. Das ist wichtig, damit das Wasser immer in Bewegung bleibt und nicht tagelang in der Anlage rumsteht, wenn sie nicht genutzt wird. Es gibt da noch eine kleine Einschränkung. Diese Spülungen betreffen nur einen Teil der Anlage, nämlich alles vom Vorfilter über die Membran bis kurz vor dem Nachfilter. Der Nachfilter wird leider nicht gespült in dieser Anlage, das hat der Hersteller nicht vorgesehen. Dafür haben wir aber auch eine Lösung, denn ich finde, der sollte auch gespült werden. Vor allen Dingen, wenn man öfters längere Zeiten nicht zu Hause ist. Das ist die Aquamichel Spülautomatik. Das ist so eine kleine Box, die man nachträglich noch dazuschalten kann. Und die sorgt dann dafür, dass wirklich die gesamte Anlage komplett inklusive der Nachfilter regelmäßig gespült wird. Das ist noch ein Prototyp hier. Das ist jetzt noch eine Frage von einigen Wochen. Auf jeden Fall wird sie diesen Sommer noch bei uns im Shop erhältlich sein. Und dann kann man damit den Aquamichel Easy nachrüsten und dann wird wirklich alles gespült, wenn man nicht da ist oder auch wenn man zu Hause ist und man hat es einfach als zusätzliche Sicherheit parallel am Laufen. Diese Spülungen sind halt deswegen für den Keimschutz auch von hoher Bedeutung, weil so eine Osmoseanlage, egal ob es der Aquamichel Easy oder eine andere ist, ist nie ein steriles Gerät. Es sind immer ein paar Keime in der Anlage drin. Das stört auch nicht weiter. Wenn das Wasser regelmäßig in Bewegung ist, dann werden die Keime, die sich in der Zwischenzeit vermehrt haben, in der Anlage auch wieder rausgespült und es stellt sich ein Gleichgewicht ein mit wenig Keimen, was absolut harmlos ist. Kritisch wird es nur, wenn das Wasser lange in der Anlage steht und die sich immer weiter vermehren und vermehren. Kennt man ja aus der Schule, so ein Wachstum, so ein Vermehrungsprozess läuft dann exponentiell. Und dann kann sich irgendwann ein Biofilm bilden und die Anlage mehr oder weniger unbrauchbar machen. Und dafür ist es halt wichtig, dass das Wasser immer regelmäßig in Bewegung ist und nicht wochenlang in der Anlage steht. Ein zusätzlicher Keimschutz, das habe ich vorhin schon erwähnt, ist hier auch drin. Das ist die UV-Einheit, die mit UV-Licht das austretende Wasser
leuchtet und so die Keime dort abtötet, falls da welche drin sind, so dass die in unserem Körper keinen Schaden anrichten. Wie bei jedem wasserführenden Gerät kann es auch beim Aquamichel Easy sein, dass im Falle eines Defekts oder einer Undichtigkeit mal Wasser austritt und dann kommt es darauf an, dass das Wasser dann rechtzeitig abgeschaltet wird und zwar automatisch, bevor ein größerer Wasserschaden entsteht. Einmal gibt es beim Aquamichel Easy so einen kleinen Aquastop-Sensor, der dabei ist. Der wird einfach hinten am Aquamichel Easy angeschlossen. Der liegt irgendwo im Bereich des Aquamichel Easy auf dem Boden. Und wenn es dort feucht wird, registriert er das, gibt diese Info an die Anlage. Die Anlage sperrt ein Magnetventil, so dass kein weiteres Wasser mehr in diese Anlage fließen kann. Das ist schon mal ganz gut, aber aus meiner Sicht noch nicht komplett ausreichend, weil es ja auch noch einen Schlauch gibt, der hier zum Aquamichel Easy führt und irgendwo zum Leitungswasser geht. Und wenn dort eine Undichtigkeit ist, nützt es nichts, wenn wir hier drin ein Magnetventil haben, was abschaltet. Deswegen gibt es einen zweiten Schutzmechanismus im Aquamichel Easy, der direkt vor dem Leitungswasseranschluss hängt. Dafür zeige ich jetzt mal, wie das aufgebaut ist. Hier ist erstmal ein ganz normaler Hahn, den man auch verwenden kann, wenn man einen Geschirrspüler zum Beispiel noch zusätzlich anschließen will. Der wird am Eckventil aufgesetzt. Das ist da, wo jetzt der Panzerschlauch von der Wasserarmatur der Spüle ankommt. Der wird einfach abgeschraubt. Dafür wird dieser Hahn aufgeschraubt und hier oben kann man diese obere Überwurfmutter abschrauben und den Panzerschlauch vom Kaltwasserhahn der Spüle wieder aufsetzen, sodass das wieder normal weiter funktioniert. Und hier hatten wir dann einen zusätzlichen Anschluss, der über ein kurzes Stück Panzerschlauch mit einem Aquastop verbunden ist. Das ist ein Aquastop, ein Markengerät von der Firma HM Digital aus den USA, wo wir auch unsere TDS-Messgeräte herbekommen. Der hat hier seinen Sensor, der auf dem Fußboden liegt und ebenfalls, genauso wie der andere Sensor, auf Feuchtigkeit reagiert und dann hier an dieser Stelle das Wasser abstellt. Und hier ist jetzt wirklich alles, was vor dem Aquastop kommt, ist alles komplett aus Metall. Hier gibt es den metallummantelten Panzerschlauch, hier oben den Hahn aus Metall. Das ist deutlich robuster noch als die anderen Schläuche, die hier im Schlauchsystem der Osmoseanlage vorhanden sind. Und da haben wir aus meiner Sicht den besten Schutz, den man haben kann, wenn man an dieser Stelle jetzt schon das Wasser abstellt, wenn es unten feucht wird. Dadurch haben wir jetzt quasi eine doppelte Absicherung, einmal über diesen Sensor und einmal über diesen Sensor. Dann gibt es hier unten noch, fragst du dich vielleicht, wofür dieses Teil ist, das ist ein Druckminderer. Der sorgt einfach dafür, dass kein zu hoher Druck in den Aquamichel Easy reinkommt. Der sollte nämlich nur 1 bis 4 Bar bekommen, wenn du zu Hause mehr hast. Also manchmal hat man auch 5 Bar oder knapp 6 Bar. Dann reduziert dieser Druckminderer den Druck auf einen Wert so grob zwischen 2 und 3 Bar, was ein optimaler Eingangsdruck für den Aquamichel Easy ist. Ja, mit diesem doppelten Aquastop und dem Druckminderer, finde ich, ist der Aquamichel Easy ziemlich gut geschützt und vorbereitet, wenn wirklich mal ein Fehler auftreten sollte und eine Undichtigkeit ist, dass dann nicht gleich ein größerer Schaden entsteht. Dann ist für dich jetzt sicher noch interessant, wie einfach geht Wartung und Filterwechsel beim Aquamichel Easy. Du fragst dich vielleicht, kann ich das selber machen oder brauche ich da einen Fachmann für, der das für mich macht? Und hier macht der Easy seinem Namen alle Ehre. Das ist nämlich wirklich ganz easy. Der Wechsel der Filterkartuschen geht ungefähr so. Ich zeige es mal in der Kurzform. Man nimmt hier vorne einfach die Frontplatte ab und dann kann man hier auf so einen Verriegelungsknopf drücken und schon kommt die Kartusche raus und kann entnommen werden. Und dann kann ich die neue Kartusche hier wieder einsetzen und muss einmal ein bisschen drücken, dann rastet es ein und fertig. Genauso geht es mit den anderen Kartuschen auch. Was dann noch zu tun ist, man muss der Elektronik hier mitteilen über ein paar Tastendrücke, dass die Kartusche gewechselt wurde, damit sich diese Balkendiagramme hier wieder richtig stellen und wissen, dass hier jetzt eine neue Kartusche drin ist. Das war's. So einfach ist das. Und bei der Wartung ist noch 1, 2 zusätzliche Schritte. Zum Beispiel sollte man hier bei dem Aquastop-Sensor, der hat eine kleine Batterie drin, die sollte man einmal im Jahr tauschen.
und einmal den TDS-Wert kontrollieren. Das ist genau im Handbuch beschrieben, aber mehr ist es auch nicht. Das sind alles Dinge, die kannst du selber machen. Da brauchst du keinen externen Service oder so für. Und das ist natürlich auch das kostengünstigste, wenn du es selber machen kannst. Ähnlich ist es auch bei der Installation. Wenn du dir so einfache handwerkliche Dinge zutraust, wenn du schon mal einen Panzerschlauch vom Eckventil gelöst hast und so eine Armatur eingebaut hast, dann kannst du auch den Easy am Eckventil anschließen. Zusätzlich ist noch ein Anschluss der Spülwasserleitung am Abwasser nötig. Das ist aber auch kein Hexenwerk. Für das Ganze gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, sehr ausführlich und mit ausführlichen Hinweisen im Handbuch. Wenn du dir sowas gar nicht zutraust, dann kannst du auch einen Installationsservice nutzen. Schau dazu auf unserer Webseite, da ist ein Installationsservice verlinkt, der dir die Anlage auch einbauen würde. Aber in der Regel schaffen die meisten Menschen das auch selber. Zum Schluss möchte ich nochmal auf das Thema Kosten eingehen. Was kostet der Easy? Wie hoch sind die laufenden Kosten? Und alle Zahlen, also alle Eurobeträge, die ich jetzt nenne, gelten für Juni 2024. Wenn du dieses Video später siehst, schau bitte in unserem Shop. Bei der aktuellen Situation auf der Welt haben wir uns ja schon daran gewöhnt, dass Preise sich regelmäßig auch verändern. Der Aquamichel Easy hat aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist für das, was er kann und was er mitbringt und für die Qualität, die man da erhält, mit 1888 Euro wirklich günstig. Die spannende Frage ist jetzt noch, wie hoch die laufenden Kosten sind. Die laufenden Kosten setzen sich im Wesentlichen aus drei Faktoren zusammen. Das eine ist Kosten für Filterkartuschen, die müssen ja ab und an gewechselt werden, Kosten für Wasser, Kosten für Strom. Fangen wir mit den Filterkartuschen an. Ich rechne das Ganze jetzt mal für einen Haushalt mit ein bis drei Personen, wo es ausreicht, die Vor- und Nachfilter für die Remineralisierung einmal im Jahr zu wechseln. Dann kommen wir bei den aktuellen Preisen auf ungefähr 148 Euro im Jahr für Vorfilter, Nachfilter und anteilig für die Membran. Die Membran hält 2 Jahre oder länger. Ich habe jetzt hier mit 2 Jahren gerechnet, mit dem ungünstigsten Fall. Also wenn du quasi sämtliche Kosten für 2 Jahre zusammenzählst, kommst und dann durch 2 teilst, kommst du auf 148 Euro pro Jahr bei den aktuellen Preisen. Und dann kommen noch ungefähr 1-2 Euro dazu für eine neue Batterie für den Aquastop-Sensor, die man auch einmal im Jahr wechseln sollte. Also alles in allem für die Filterkartuschen ungefähr 150 Euro im Jahr. Liegt so im Mittelfeld, wenn man es vergleicht mit 100 Euro, was für den Aquamichel Mini anfallen würde bei gleicher Betrachtung, oder 200 Euro bei der P-Power Compact 300 Anlage. Ja, jetzt schauen wir nochmal auf den Wasserverbrauch. Ich rechne jetzt mal mit einer Person, also den Wasserverbrauch des Aquamichel Easy pro Person und pro Jahr. Dabei lege ich zugrunde, dass eine Person aus meiner Erfahrung heraus ungefähr 4 Liter Wasser am Tag verbraucht. Also 2 Liter trinkt man meistens so und die anderen 2 Liter sind dann zum Kochen. Wenn man jetzt, also wir nehmen das Wasser ja auch zum Kartoffeln kochen, für Suppen, für Nudeln, für Reis und so weiter. So dass man dann im Durchschnitt bei 4 Liter pro Person und Tag landet. Wenn man das mal hochrechnet, 365 Tage lang, dann kommen da so 3-4 Kubikmeter Wasser raus. Ich habe da auch noch die Spülungen mit reingerechnet. Und dann landet man so ungefähr bei 16, 17 Euro, wenn man 5 Euro pro Kubikmeter Wasser rechnet. Also 16, 17 Euro im Jahr. Ein sehr, sehr geringer Betrag, finde ich, wenn man das auf das ganze Jahr bezieht. Also runtergerechnet dann auf einen Monat ganz grob 1,50 Euro pro Monat. Also weniger als 1,50 Euro pro Monat an Wasserkosten. Und jetzt ist noch die Frage, wie stark fällt der Strom hier ins Gewicht. Im Ruhezustand, wenn der Aquamichel Easy gerade nicht filtert, braucht er lediglich 1,7 Watt Strom. Das kann man nahezu vernachlässigen. Und wenn er filtert, braucht er etwas mehr, dann sind es 100 Watt, knapp 100 Watt. Wenn man das Ganze, den gesamten Stromverbrauch mal auf ein Jahr hochrechnet, dann komme ich auf weniger als 10 Euro bei einem Strompreis von 50 Cent pro Kilowattstunde.
Wenn wir jetzt das Ganze mal auf einen Monat betrachten, dann heißt das weniger als 1 Euro für Strom, weniger als 1,50 € für Wasser. Und wenn wir die Kosten für die Filterpatronen jetzt nochmal dazu rechnen, dann sind es nochmal ungefähr 12,50 € im Monat. Und alles zusammengerechnet heißt es dann weniger als 15 Euro pro Monat, um eine Person mit reinstem Wasser zu versorgen. Im Vergleich zu über 150 Euro, die du ausgegeben hättest, wenn du dieselbe Wassermenge als Flaschenwasser zum Beispiel von einer hochwertigen Marke wie Lauretana gekauft hättest. Ja, ich hoffe, du hast jetzt einen guten Überblick darüber, was der Aquamichel Easy für dich so leisten kann und kannst jetzt gut einschätzen, ob das eine passende Osmoseanlage für dich ist, die dich in Zukunft auch mit reinem, leckerem Wasser versorgen kann. Ich verlinke dir unter diesem Video weitere Infos zum Aquamichel Easy und eine Bezugsquelle, einen Link zu unserem Shop, wo du ihn bestellen kannst, wenn du ihn gerne haben möchtest. Es wird in Zukunft sicher noch weitere Videos zum Aquamichel Easy geben, zu unterschiedlichen Themen rund um den Easy. Und wenn du die nicht verpassen willst, dann abonniere gerne unseren Newsletter, klick auf den hier eingeblendeten roten Link, trag deine E-Mail-Adresse ein, dann bekommst du Post und wirst daran erinnert, wenn es was Neues zum Easy oder zu anderen spannenden Themen rund um gesundes Wasser und Wasserfilter gibt. Ich wünsche dir alles Gute, tschüss, bis zum nächsten Mal.